Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Trust the Dog Podcast ohne Intro. Aber dafür mit. Ja, ihr hört es schon, die Bini ist wieder da. Juhu! Für alle Neulinge, ich bin Claudi, die Hundetrainerin. Und ich bin Bini, die Hundehalterin. Yes! Die Hündin. Schön. Bin ich dann der Rüde oder was? Bitte, wenn du willst. Bitte. Ich habe die Eier in unserer Beziehung. Ja, das stimmt. Oh, das ist schon wieder der 39. Versuch, den wir hier starten. Ja. Ne? Wir haben vorhin schon einmal gestartet und da saß Bini tatsächlich noch in Ratzeburg und ich saß hier in Weichsfelde, aber es hat wieder alles nicht funktioniert. Katastrophe. Ich könnte in mein Mikrofon beißen. Mm. Aber ich möchte kurz darauf hinweisen, dass unter anderem eine Beschwerde von Claudi war. Und du bist so leise, ich höre dich immer nicht. Ja. Durch die Kopfhörer habe ich gesagt, hast du sie mal lauter gemacht? Konnte ich mir was anhören? Jetzt komme ich hier eben an und was sagst du? Ja, ich habe die nicht lauter gemacht. Also ich hatte meinen Laptop am lautesten gemacht, aber als wir dann aufgelegt haben, da habe ich ja die beiden kleinen Kopfhörer bei mir oben im Mac gesehen, habe gedacht, geh da mal rauf. Und dann habe ich gedacht, oh, da kann ich sie auch noch laut machen. Fantastisch, was so ein Mac alles kann. Aber trotz alledem war dein Empfang so schlecht. Ja, natürlich. Ja, und ich habe dich immer so zeitverzögert gehört. Ja. Und das ist dann natürlich irgendwie kackig. Genau. Wir wollen heute über ein ganz geiles Thema sprechen oder ein wichtiges Thema. Okay. Geil nicht, sondern ein wichtiges Thema. Und zwar Hunde und Weihnachtsmärkte. Yes. Da sprechen wir gleich drüber. Aber als erstes, Bini, erzähl mal dein Highlight der Woche, der Wochen. Du warst ja, hast ja durch Abwesenheit geglänzt. Oh Mann, ja, pass auf. Du hast mir heute Morgen schon erzählt, dass wir vielleicht Podcast aufnehmen heute. Ja, das hat dir doch Instagram erzählt. Auch, ja, das stimmt, richtig. Und ich habe heute Morgen Auto in die Werkstatt gebracht und habe Pitti mitgenommen, habe gedacht, kannst das gleich nutzen für eine Gassi-Runde. Und bin dann also den Weg von der Werkstatt nach Hause mit Pitti Gassi gegangen. Und habe dann so überlegt, ach, ich glaube, ich bin dran mit dem Highlight der Woche. Was sage ich denn, was sage ich denn? Und dann fiel mir auf, Mensch, Pitti geht für seine Verhältnisse richtig gut an der Leine heute, habe ich gedacht. Ne? Cool. Oh, habe ich gedacht, das werde ich erzählen. Es dauerte aber nicht lange. Ich nehme es trotzdem als mein Highlight, weil er hat das wirklich eine sehr lange Zeit sehr gut gemacht. Aber das kam dann halt irgendwann das Wasser wieder. Oh. Und ja, was soll ich sagen? Ich lag fast wieder mittendrin, so ungefähr. Der hat, also ich kenne ja eigentlich seine Kräfte und behaupte, ich kann da ganz gut gegenhalten, aber das eine Mal war schon wieder... Also warum hast du nicht deinen Jogginggurt genommen? Ja, hatte ich auch erst überlegt, aber ach, ich war ein bisschen faul, den anzuziehen und ich hatte Schleppleine. Hättest du gleich Training gehabt. Ja, das stimmt. Für alle, die das noch nicht wissen und vielleicht, wie gesagt, neu hier auf dem Kanal sind oder es noch verpasst haben, warum auch immer, eigentlich kann es nicht sein, nicht, aber nein. Verpasst haben, die anderen Folgen zu hören. Pitti ist ja so eine Wasserratte. Pitti ist der Sohn von Nala und Kasper. Genau. Nala und Kasper sind meine Golden Retriever. Und Pitti ist ja auch ein Goldie. Das wäre jetzt komisch, wenn er keiner gewesen wäre. Und er mag das Wasser sehr, sehr gerne. Mhm. Ja, und zeigt dir das auch gerne. Ja, definitiv. Er tut alles dafür. Alles, ne? Und hält dann auch voll dagegen. Ja. Ja, aber ich freue mich sehr, dass du das mit der Leinenführigkeit sagst. Echt, ja. Richtig, richtig cool. Also die war natürlich nicht super und schon gar nicht perfekt. Aber also für seine Verhältnisse habe ich gedacht, ach, wir gehen hier gerade ziemlich entspannt längst, muss ich sagen. Ja, guck mal, er wird erwachsen, ne? Vielleicht. Ja, doch. Du, guck mal, das ist schon das zweite Mal, dass du ihn so gelobt hast. Ja, das stimmt. Richtig schön, freue ich mich. Ja, sehr schön. Ein Hoch auf Pitti. Der ist übrigens auch nicht mit deswegen, weil er so kaputt ist. Der ist voll müde, ja. Ist voll im Eimer. Das ist meiner Mutter auch gleich aufgefallen. Pitti ist ja ganz schön müde, irgendwie sagt sie. Der hat sich wirklich, das nach Hause gekommen, hat sich hingelegt. Wir konnten in die Küche gehen, ungestört. Siehst du? Das ist nicht normal. Also lassest du ihn nicht richtig aus? Ja, vielleicht. Ja, das kann vielleicht. Gut sein, ne? Ja, kannst du dich noch erinnern, als du aus Neuhausen, wollte ich gerade sagen, als du aus Boldenhagen, Kühlungsborn, ja. Ja, als du aus Kühlungsborn gekommen bist, da hast du das auch gesagt, dass er so entspannt ist und schläft und da so. Und da habe ich das auch schon zu dir gesagt, dass es vielleicht daran liegt, dass er zufrieden ist und ausgelastet ist und so. Boah, ich würde so gerne jetzt sagen, ich hatte wieder recht. Boah, kann ich das sagen? Ja, sag es doch. Oh, vielleicht hatte ich ja recht, Bini. Vielleicht. Hast du vielleicht, genau. Siehst du, ich hatte wieder recht. Siehst du, genau. So. Ja, ist ja gut.
Ja, es kann natürlich sein. Deswegen bist du ja auch die Hundetrainerin und ich die Dummi-Hundehalterin. Aber meine Hunde sind auch nicht viel besser ausgelastet im Moment. Doch. Nein, gar nicht. Ich bin ja nur am Arbeiten. Ja, aber die sind auch keine Pittys. Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Sonst hätte ich auch echt verloren, weil im Moment sind das echt arme Schweinis, muss ich sagen. Die kommen kaum raus. Also meine Runden sind auch ganz häufig echt kurz so. Weil ich halt echt viel arbeite. Und Nala ja findet es, glaube ich, aber nicht so schlimm. Nala ist auch richtig gut drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber die wird halt, so wie Frauchen, auch echt immer dicker. Weil uns fehlt das natürlich, ne? Ja, also klar. Ich bin ja nicht mehr so viel auf dem Hundeplatz und auch nicht mehr so viel im Wald. Mhm. Überleg mal, wie viele Stunden habe ich sonst im Wald verbracht. Das stimmt, ja. Und bin mit meinen Teilnehmern immer eine Runde gegangen. Manchmal hatte ich so 2-3 Stunden hintereinander und bin 2-3 Mal jeweils eine Stunde durch den Wald gelatscht. Ja. Und das sind ja Schritte, die mir fehlen. Absolut, ne? ja, klar. Oder Walking. Ja, stimmt, hatten wir auch, ja. Ja, und das ist alles etwas, was nicht nur mir fehlt, sondern ja auch Kasperle fehlt. Ja. Ne? Nala war ja nicht so häufig mit, aber hier der Dicke, ne? Der Dicke. Der wird auch ein bisschen, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, der ist so ein kleiner Kacksack, ne? Genau, und jetzt haben wir aber noch den Ausblick. Oh. Ausblick auf den Club, ja, habe ich mir gemerkt. Sehr gut. Was ist dran? Wir haben, am 8. ist ja wieder die nächste Session, 8.12. ist ja wieder der nächste Club und da gibt es was richtig Geiles, wo du dich sehr drauf freust. Ne? Oh, sind da die ätherischen Öle dran? Ja. Ah, da kommt die liebe Franka. Ja. Dr. Franka. Die ist tatsächlich auch ein Doktor. Ah, okay. Eine super, super Liebe. Also die finde ich richtig, richtig gut. Und die hat so viel Ahnung von der ganzen Materie. Ich habe da ja keinen Plan von. Nee, ich auch nicht. Nee. Also minimalst. Ja. Und wir haben das extra jetzt in den Dezember gelegt, weil es kommt ja Silvester. Ja. Und ganz viele Hunde haben tatsächlich Stress mit Silvester. Und damit meine ich nicht nur Hunde, die sich unter das Sofa verkriechen oder so, sondern Hunde, die auch so, wie soll ich das sagen, denen es halt einfach nicht gut geht damit. Ne? Ja, das heißt ja nicht immer, dass sie komplett out of order sein müssen, sondern dass sie einfach sich nicht gut fühlen. Ja. Ne? Und man kann mit ätherischen Ölen wohl da eine ganze Menge machen. Ich bin richtig gespannt. Ja, und ich bin ganz besonders darauf gespannt, weil Kasper und Nala ja so mit der Muskulatur zu tun haben. Ah, okay. Hat sie da auch was? Ja, da hat sie mir schon angedroht, dass es da etwas geben wird, womit ich dann mit meinen beiden Mäusen irgendwie was machen kann. Okay. So. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne mich damit ja nicht so gut aus. Deswegen freue ich mich da ganz besonders drauf. Das wird ein cooles Thema. Super spannend, ja. Ja. Ne? Ja, bin ich sehr gespannt. Und ich habe ja eben schon angekündigt, wir wollen heute über das aktuelle Thema sprechen. Weihnachten. Also nicht Weihnachten, das kommt nächstes Mal. Ja. Nächstes Mal werden wir über die Weihnachtsfeiertage oder die Weihnachtszeit sprechen. Mhm. Baumschmücken etc. Ne? Okay. Also da werde ich auf jeden Fall ein Highlight erzählen, aber nicht der letzten Woche. Das hat dann was mit Weihnachten zu tun. Okay, ich bin gespannt. Weil da bin ich ja dran. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, es kann sein. Mal gucken. Und dieses Mal wollen wir aber darüber sprechen, wie das so ist, wenn man mit dem Hund auf den Weihnachtsmarkt geht. Ja. Also sollte, was meinst du, sollte man überhaupt mit dem Hund auf den Weihnachtsmarkt gehen? Kann man nicht, finde ich, pauschal sagen, nein. Also meine Tendenz geht schon eher Richtung, muss vielleicht nicht unbedingt sein, aber ich finde, kann man nicht pauschal sagen. Also ich würde sagen, das kommt erstmal total auf den Hund drauf an und es kommt auch auf den Weihnachtsmarkt drauf an. Ja. Also ich sage mal hier bei uns in der Gegend, die Weihnachtsmärkte, da ist es ja alles so ein bisschen dörflicher und ländlicher. Dementsprechend sind die auch nicht so groß und nicht so überlaufen, aber jetzt so nach Lübeck oder so. Obwohl der Bastor. Ja gut, okay, das stimmt. Ja, genau. Ja, stimmt, der ist voll, ja. Aber also ich finde, man kann nicht pauschal sagen, nee, würde ich auf gar keinen Fall machen. Aber ich glaube, man sollte das schon abwägen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ob das sein muss, ne? Ja, dass der Hund mitkommt. Ja, genau, richtig. Ja. Da würde ich echt gerne mal reinwerfen. Mhm, weil ich finde das nämlich genauso, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Man kann das nicht pauschal verneinen. Mhm. Und wäre ja auch blöd von mir, denn ich habe ja am 9.12. ein Hundetraining auf dem Weihnachtsmarkt. Ah! Wäre jetzt total dämlich, wenn ich jetzt sagen würde, man darf auf gar keinen Fall mit dem Hund auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Aber wie du schon sagst, das ist in Mölln. Ja. Mölle. Ja. In Mölln. Und da sind 5 Leute. Ja. Genau. Und die stehen hinter der Bude. Ja, ja. Genau. Nein, ein paar mehr sind da schon. Ja. Aber es ist überschaubar. Ja, genau. Ne?
auch, also nicht nur überschaubar von den Leuten, die da sind, sondern auch von der Größe des Marktes, finde ich. Genau, ne? Ja, richtig. Ja. Das ist ein guter Ansatz, finde ich richtig gut. Weil man darf nämlich gar nicht vergessen, wenn man, oder auch Hunde auf dem Dom, der Weihnachtsdom ist ja auch gerade. Stimmt, ja, ne? Richtig. Das sind ein paar Stunden, die der Hund da mit muss. Ja, ja, ne? Und dann gibt es aber wieder Hunde, die sind total easy peasy. Ich habe das gerade letzte Woche, da konntest du ja nicht, da war ich doch mit Kimi und Philipp in Lübeck im Citymarkt. Ja. Und das ist ja eigentlich auch nicht so etwas, wo ich unbedingt den Hund hin mitnehmen würde. Ja, ja. Aber ich bin auch ein Dorfi. Mhm. Wenn du in Lübeck wohnst und du gehst da durch, genau, und das richtig. Ist vielleicht dein täglich Brot, wollte ich gerade sagen, du gehst da vielleicht jeden Tag durch oder so, dann ist das für die Hunde auch täglich Brot eben. Ja, genau. Das interessiert die gar nicht. Ja. Und wir haben da gewartet, um Chrissy was zum Essen mitzubringen. Ja. Und saßen wir da so dusselig rum. Ich habe dann da so gesessen und ein bisschen rumgeklotzt, ne, wie man das dann so macht in so einem Einkaufscenter. Glotzklub, ne? Glotzklub, genau. Und dann war da so ein, kam eine Frau rein mit einem braunen Labrador. Ja. Ey, so ein geiler Hund. Ja. Unfassbar. Der war schon recht alt. Hatte, glaube ich, auch schon hier und da Arthrose etc. Okay. Also der bewegte sich nicht mehr ganz so flüssig. Aber der war so eine coole Sau. Ja, ja. Das war, oh, ich hätte das so gerne gefilmt, ne? Aber ich will nicht immer so freakig. Kann ich nicht mal filmen? Entschuldigung. Genau. Aber der war so, so cool. Und das Fräuchen hatte auch Taschen dabei, ja, also hat schon ordentlich geshoppt und wollte halt sich da was zu essen holen und stand dann da. Und der, also die Frau hat den Hund gar nicht beachtet. Ja. Null, gar nicht. Ja. Und der war so aufmerksam, aber so chillig aufmerksam, so völlig gelassen. Ja, mega. Und der hat auch wirklich jeden Blick auf sich gezogen. Mhm. Alle haben ihn versucht so zu locken, und weil alle so begeistert von ihm waren. Und der hat so, hat die so angeguckt, ne? Mit seinen, so die Retriever haben ja immer so sehr gutmütige Gesichter, finde ich, ne? Ja, total. Und hat sich dann aber nicht verlocken lassen. Hat so ein bisschen geschnüffelt, ne? Aber hat immer wieder geguckt, was macht Frauchen, hat sich ihr so angepasst, sag ich mal. Es war einfach richtig, richtig geil. Ja, siehst du, und wenn das der doch so super macht, warum denn dann nicht mitnehmen, ne? Ja, genau. Aber ich habe halt auch ganz viele Hunde gesehen, die super gestresst waren, ne? Die dann doch mitgenommen wurden. Mhm. Man darf ja ganz, ganz viel nicht vergessen. Das fängt schon beim Bodenbelag an. Mhm. Das, also in so einem City. Ja. Einkaufsdingster. Dingster, Bumster, Hall, Mall, ja. Ich weiß, wie das heißt, ne? Aber wenn wir jetzt nochmal wieder zurückgehen auf den Weihnachtsmarkt, ne? Was könnte denn da schieflaufen? Was meinst du denn, wenn du so mit einem Hund auf den Weihnachtsmarkt gehst? Ich weiß nicht warum, aber ich muss immer daran denken, an kleine Hunde, die getreten werden. Ich weiß nicht warum, aber das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich einen Hund auf dem Weihnachtsmarkt, dabei habe ich gar keinen kleinen Hund, also, aber ich denke jedes Mal, kleiner Hund, oh Gott, der geht ja die ganze Zeit nur zwischen Füßen, so, ne? Der sieht ja auch nichts anderes. Nee, eben, der genau, sieht richtig. Nur Füße. Ja, genau, richtig. Ich finde das auch ganz gruselig. Und wenn du, liebe Hörerin oder lieber Hörer, einen kleinen Hund hast und vorhast, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, dann achte wirklich bitte darauf, dass genügend Platz da ist. Dann ist es ja auch wieder okay. Ja, genau, ne? Genau, richtig. Oder nehme doch deinen Hund auf den Arm. Ja. Also ich finde sowieso dieses... Du darfst deinen Hund nicht auf den Arm nehmen. Verwöhnst du ihn? Da denke ich mir so, oh, halt die Gosch. Da, excuse me, 2022. Es ist doch so, oder nicht? Ja, das stimmt. Ganz, ganz häufig, ich kriege das immer noch mit, oder was heißt immer noch, aber häufig ist das so, wenn ich zu meinen Hunden, zu meinen Leuten sage, zu meinen Kunden sage, nimm mir doch deinen Hund bitte auf den Arm, auch wenn wir zum Beispiel das Welpentraining fertig haben und wir gehen vom Platz runter und die haben schon nur 30 Minuten trainiert. Ja. Und da kommen dann vielleicht schon die Nächsten oder so. Und der Hund ist wirklich kaputt. Und ich sage, dann nimm doch deinen Hund auf den Arm. Dann kriege ich manchmal richtig entsetzte Blicke. So, darf ich das? Ja, natürlich darfst du das. Ja. Wenn es deinem Hund gut tut. Ja, eben. Ne? Er darf natürlich nicht von hier oben so Arschloch sein. Ne? Das wäre gut. Das natürlich nicht. Ja. Aber, und er muss es natürlich auch mögen. Also, ja, wenn, natürlich, klar. Wenn du einen Hund hast, der nicht gerne auf dem Arm ist und du nimmst ihn dann hoch in so einer Situation... Denn das ist auch Quatsch. Das ist auch Bestimmt. Quatsch, ne? Ja. Aber ich würde tatsächlich kleinen Hunden, das ist jetzt vielleicht ein Rat, den meine Kollegen und Kolleginnen vielleicht verteufeln, aber ich sage ihn trotzdem, ich würde jedem Hundebesitzer raten, wenn du einen kleinen Hund hast, übe das mit deinem Hund, dass er das gerne hat, wenn du ihn trägst. Ja. Weil es gibt irgendwie, kann, oder was heißt nicht immer, aber es kann durchaus Situationen geben, wo du so einen kleinen Hund auf den Arm nehmen musst. Einfach, richtig, genau. Und das wäre so eine für mich. Ja, für mich auch, definitiv. Geil wäre ja noch so eine Tasche, ne? Ja. Wenn du so einen kleinen Hund hast und der ist an eine Tasche gewöhnt. Ja. Kennst du noch den kleinen Dackel?
Ja, oh, ich weiß, welchen du meinst, ja. Gottes Willen. Hatte der auch eine kleine Tasche? Naja, weiß es nicht mehr. Die kamen zum Gucken. Das erste Mal kamen die zum Gucken. Okay. Habe ich gerade, ich glaube, Trickdogging oder so auf dem Platz gehabt. Mhm. Und da, oh Gott. Und dann kamen sie mit diesem kleinen, kleinen, süßen Dackelwelpen. Und dann, oh, der Gott, war halt in einer Tasche drin. Ne? Nee, das erinnere ich nicht mehr. Aber ja, an den Hund der liebt bis noch heute seine Tasche. Ja? Ja, wie cool. Oh, richtig. Ich finde das gut. Ja, ne, das wäre ja zum Beispiel so ein Tipp von mir. Ja. Aber weißt du, was ich auch immer sehr fatal finde? Na? Jetzt komme ich wieder mit meiner Pissphobie. Ach so, ach, da habe ich ja noch, da, also da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Okay, ja, aber jetzt stell dir mal Pitti vor, der ist ja auch so ein Pisser, ne? Ja. Muss man ja mal so sagen, oder ja, nicht? Ja, ist so. Und jetzt gehst du da schön über den Weihnachtsmarkt und da gibt es dann da Geschäftsleute, die haben für viel Geld vielleicht so eine Hütte gemietet oder so und haben dann da ihre Equipments und dann hängt da irgendwas draußen oder so. Und dann kommst du mit deinem Hund und der sagt, oh, dankeschön, und pinkelt das an. Das war ja nur einer Anfang. Und dann macht dann da jeder, dann geht's weiter. Ja, ja, klar. Rüber. Ja, das stimmt. Genau, Mülleimer. Mhm. Wie viele Hunde gibt es, die Mülleimer anpinkeln? Mhm. Ja. Ja, das würde Pitti auch machen. Ja, ne? Mhm. Oh, ich könnte ja doch. Bis du lachst und dann weil du lachst. Ihr hört schon, ich finde das richtig eklig, ne? Ich finde das richtig eklig. Ja, und mich stört das halt gar nicht. Ja, aber jetzt stell dir das doch mal vor. Ja, da denke ich, ja, ich stell's mir vor. Das ist doch widerlich, wenn da alle Hunde gegen pissen. Und was würdest du machen, wenn, wenn da ein Mann steht und seinen Schniedel rausholt und dann dagegen pischt? Ja, nicht hingucken jedenfalls. Oder erst recht hingucken. Nee. Kommt drauf an. Nee, aber das ist halt immer ja, aber ich kann's, ne? Ja, also ich bin da, weiß ich nicht, ich bin da irgendwie kein gutes Beispiel für, das stimmt. Nee, das stimmt. Nee, es ist so. Das ist gemein, demjenigen, ja, über das, dem das es, gehört. Das stimmt, so, ne? Ja, ja, das und dann stimmt. Kommt noch ein Hund und noch ein Hund ja, und noch ein Hund. Ja, gebe ich ja auch zu, an. Aber irgendwie ist das so, ja, weiß ich nicht. Und teilweise sind die auch richtig schick gemacht, so, ne? Dann ja, natürlich. Dann haben die vielleicht irgendwie so Umhänge drüber, weihnachtliches, geschmücktes Krams, Dingsbums, tralala. Und dann kommen die Hunde und pinkeln da alles voll, ne? Das stimmt. Das ist immer so ein Appell an mich, vielleicht könnt ihr da ja mal drüber nachdenken, wenn ihr auch einen Hund habt, der gerne das Beinchen hebt. Pampers anziehen. Ja, genau. Entweder Pampers anziehen. Das, ich bin da ja ein großer Verfechter von, ne? Hätte ich auch kein Problem mit, ja. Ja, dann kann ja nichts passieren. Wenn er dann das Bein hebt, okay. Ja, genau. Na? Oder halt einfach in Alltagssituationen darauf achten, dass er nicht alles anpisst. Also Kaspar, glaube ich, würde da nicht so auf die Idee kommen. Es sei denn natürlich, wir würden stehen bleiben, dann würde er die ganze Zeit dran riechen und ich würde nichts machen, dann würde er auch irgendwann dagegen pinkeln. Ja. Ne? Aber ich würde ihm das definitiv verbieten, dass er das nicht macht. Ne? Mhm. Und was ist noch eine Gefahr auf dem Weihnachtsmarkt? Ich würde sagen, Essensreste, die runterfallen. Ja. Absolut. Ja, denke ich auch. Richtig toll. Richtig toll. Und da liegt ja ganz viel rum. Ja, und nicht ja alles. Nur die, ja, nicht nur die Essensreste, die da runterfallen, sondern auch, denk mal an die kleinen Kittys. Hä? Naja, in welcher Höhe sind denn so die 3-, 4-, 5-jährigen Knöchel? Ja, da hast du recht. Das stimmt. Ja, die sind ja absolut in unserer Höhe. Und wenn du einen Hund hast, der vielleicht nicht ganz so cool erzogen ist und vielleicht ja aber auch sogar das gelernt hat. Ja. Es gibt ja auch Hunde, die sind in der Familie mit kleinen Kindern. Ja. Und da ist es völlig okay, wenn sie denen das dann richtig da irgendwie... Ich finde, sie haben anklauen, aber vielleicht werden sie dann von den Kleinen gefüttert oder so und denken, ach Mensch, das ist ja nett hier. Habe ich dir mal die Geschichte erzählt von Nane, als sie klein war? Also vielleicht noch nicht mal Kindergarten, also wirklich klein, klein. So. Und hatte sie eine Frikadelle in der Hand und dann kam da ein Dackel. Ja, von dem Dackel hast du schon ein paar Mal erzählt, ja. Und er ist halt an ihr vorbeigegangen und sie ging dann mit ihrer Frikadelle und zack, war die Frikadelle weg. Und sie hat geheult. Aber das war so lustig. Ja, Geschwisterliebe nennt man das. Das werde ich nicht vergessen. Das war richtig lustig. Hätte ein Highlight sein können. Ja. Ein Vergangenheitshighlight. Ja, das stimmt. Ja, aber guck mal, das ist ja das beste Beispiel. Und genau das kann noch passieren. Ja, absolut. Wenn der Hund dann da langläuft und das kleine Mäuschen dann auch. Und dann, ja, genau, ist der Liebesapfel weg. Ne? Heißt das Liebesapfel? Die roten, meinst du die mit, roten? Ne? Ja. Oder Würstchen oder so. Ja. Und nicht nur das, aber es gibt natürlich auch ganz viele Gefahren da. Ne? Mhm. Also es gibt doch zum Beispiel auch ganz viel so auf dem Spieß. Ja, habe ich auch schon gedacht. Ja, ne? Genau, richtig. Und wenn, die Menschen sind ja halt nur mal so, wenn es dann weggeschmissen wird oder so. Und es wird auf nicht Boden in den Mülleimer geschmissen, sondern wird auf den Boden geschmissen. Ja. Der ein oder andere Hund sagt vielleicht, oh Mensch, das riecht aber noch richtig schön nach, was weiß ich, Speck oder so. Genau. Keine Ahnung, was so auf dem Spieß drauf ist. Ja, ne? Ja. Das und, stimmt. Ja, oder halt auch Allergien darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Oder Unverträglichkeiten, wenn dein Hund das sonst nicht kennt richtig und findet dann da irgendwie so ein Schinkenbrötchen oder so. Ja. Wie heißen denn diese
Burgunder, ja, genau, sowas. Ne? Ich kriege Hunger. Oder Mutzen. Oh, und Mutzen. Ja. Und was natürlich wirklich gefährlich ist, auch so die schokoladigen Sachen. Ja, ne? Wenn ja, ja, genau. Wirklich Schokolade ja. rumliegt und du hast zum Beispiel einen kleinen Hund. Mhm. Bei den größeren ist es natürlich nicht ganz so gefährlich. Weil das ja nicht so hochprozentige Schokoladensachen mhm. sind. Behaupte ich jetzt mal so, das ist ja meistens eher so Vollmilch. Ja, und so, ja, ne? ja. Je mehr Kakaoanteil dort drin ist, desto gefährlicher ist das für den mhm. Hund. Und je kleiner der Hund natürlich ja, ist, die Menge macht es ja. Ja, die Menge wollte ich gerade sagen. Na? Großer Hund kann mehr vertragen, in Anführungszeichen. Ne? Ja, mhm. Und weißt du, was ich auch noch mal hier erwähnen möchte, Na? Was viele bestimmt belächeln würden und was, wo man jetzt gar nicht so dran denkt, aber das ist der Alkohol. Ja. Und zwar möchte ich da zweierlei Dinge ja. sagen. Mhm. Die erste, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, meine Schäferhündin, die Summer, ja. die war nämlich mal betrunken. Echt? Von ja, was? Da kannten wir uns, glaube ich, noch gar nicht. Nee, also. Vom Bier. Echt? Ja. Okay. Und Christoph hat, wir saßen draußen, hatten ja. Besuch, also, und dann hat er Bier, ich glaube, umgekippt oder so. Ich ja. weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hat Summer da sehr viel Bier dann ausgeschleckt. Ja. Und okay. die fand das richtig geil. Die hat danach, ja. die war richtig, wie soll ich sagen, hyper, wenn wir dann irgendwann mal ein Bier aufgemacht ja. haben oder so. Wenn sie es gerochen hatte, okay. boah, so wie Nala bei Käse oder so. Ne? Also Aha. richtig, richtig, ist das Redi abgefahren. Ne? Ja. Aber die war wirklich betrunken. Die ist danach, ist sie dann durch den Garten gepaced, ja. wie ja. so eine Bekloppte. Ja. Und danach ist sie ja. in Koma gefallen sozusagen, Verrückt. Geschlafen. Ja. Das ist natürlich nicht wirklich gesund. Nee, natürlich ne? nicht. Nee. Und wenn denn da, also ich kenne das zum Beispiel auch, wenn ich das nicht so mochte, den Glühwein, dann habe ich den weggekannt. Also habe ich natürlich nicht gemacht, aber ich habe davon gehört, dass es... Ach so, dass das mal passiert ist. dass das Leute machen. Ja. Naja, oder dass du mhm. zum Beispiel das auskippst oder ja, so. Ja, ja, klar. Mhm. Oder wenn du ein bisschen zu viel davon getrunken oh, hast. Oh ja, ich weiß, was du sagen willst. Ja, was passiert denn dann? Ja, Dann kommt es auch wieder raus. Ja, genau. Ja, und ja. jetzt stell dir das mal vor, du gehst mit deinem Hund über den Weihnachtsmarkt. Ja, Das finde ich viel schlimmer als Pipi. Ja, aber der Hund bestimmt nicht. Nee. Es gibt sicherlich Hunde, die das richtig geil finden. Ja, glaube ich auch. Wenn der dann davor noch ja. das Burgunderbrötchen gegessen ja. hat oder die schöne Wiener Wurst oder oh. so, das ist doch schick. Plötzlich habe ich keinen Hunger mehr. Siehst du? Ich kann dir so einen Podcast aufnehmen, wo ich nur darüber rede. Das nenne ich dann den Diät-Podcast. Diät-Podcast, alles klar. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ja. Das ist natürlich auch ein Faktor, was, finde ich, wir mhm. beachten müssen. Absolut. Und wenn wir wirklich ehrlich zu uns selbst sind, wenn wir über den Weihnachtsmarkt gehen, dann gucken wir uns die schönen Sachen an, dann futtern das wir, dann auch trinken gedacht. Wir. Genau. Und wir achten ja selten wenig auf den Hund, oder? Ja, also richtig. Ich würde es wahrscheinlich ja. machen, weil ich ein Freak bin. Aber dann ist es auch kein schönes, ja. schönes Drüberlaufen. Nee, richtig, mir. Genau, richtig. Weil ich immer gucken würde, wie ja. geht es meinem Hund? Genau. Ist er gestresst? Was ich auch immer wichtig finde, ist der Hund am Halsband oder ist der Hund am mhm, Geschirr? Ja. Weil das ist natürlich eine wahnsinnige Ablenkung. Also mhm. da sind Riesenreize. Ja, absolut. Und die wenigsten Hunde, glaube ich, sind das gewohnt, ja. auf solchen Reizen ja, glaube ich auch. Unterwegs zu sein. Ja, ne? ja. Und dann gibt es ja Hunde, die wirklich Schwierigkeiten mit der Leinführigkeit haben, sowieso ohne ja. diese ganzen Reize. Richtig. Also stellen wir jetzt uns mal Pitti wieder vor. ja. Ich glaube, wenn der dann da wäre, also gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wäre er so geschockt, dass er gesagt hätte, ach du Scheiße. Oh mein Gott. Was ist das denn hier? ja. Ja, oder er würde halt permanent im Halsband hängen. Ne? Ja. Und deswegen mhm. wäre das wirklich besser, ja. wenn es dann sein muss, dass ihr den Hund ans Geschirr macht. Ja, das stimmt. Ne? Aber wir kommen ja nochmal wieder drauf zurück. Ich habe ja gesagt, am 9.12. Mhm. sind wir in Mölln auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Und das mache ich ja extra. Ja, das heißt, mir ist ja nicht aus Versehen so, huch, was ist hier? Oh Gott, wir sind ja auf dem Weihnachtsmarkt Hopsa. Gelandet. genau. Sondern ich mache das ja extra, dass wir mit genau. den Hunden dorthin gehen. Ja. Und das wiederum finde ich auch wichtig, dass man den Hunden das schon auch Absolut. Beibringt. Ja, finde ich auch. Ne? Ja. Weil wenn der Hund nämlich das kann ja. und das nicht als Stress empfindet ja. ne? und dann Richtig. Auch trotzdem Hundetraining macht, weil wir machen da ja Hundetraining. Mhm. Das heißt, die müssen sich hinsetzen. Ja. Ich gehe dann immer ohne Hund. Das heißt, Kasper bleibt zu Hause, mhm. weil ich dann immer einen Hund halte und die Hundehalter gehen dann sich irgendwas kaufen. Ah, okay. Glühwein, ditte, ja. ditte. Ja. Mhm. Kommen dann zurück. Ja. Und dann, mhm. was ist da die Übung? Oh Gott, wer hält? Naja, ich halte den Hund ja. und die holen sich ein Getränk. Dass der Hund sitzen bleiben kann, bei dir bleiben kann, das aushalten kann, ich weiß nicht. Ja, auch. Und was noch? Ja, ist schon gut. Mhm. Weiß ich nicht. Naja, überleg dir mal, wie oft
das vorkommt, dass du von deinem Hund durch die Gegend gezogen wirst, ja, und dass er nicht sitzen bleibt, ja, und dass du permanent ihn irgendwie korrigieren musst. Und jetzt, ja, stell dir mal vor, du hast einen heißen Glühwein in der Hand. Ach so, meinst du das? Okay. Ja. Die Challenge ist, dass der Glühwein in der Tasse bleibt. Oder im Mund. Oder im Mund, ja. Okay. Aber nicht auf der Tischdecke. Verstehe. Und nicht, ja, unten auf dem Boden. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Alles klar, das stimmt, ja. Ja, und dann vielleicht sogar noch irgendwie, oder Mutzen oder so, ja, ne? Dass, mhm, man dann vielleicht sogar, das ist dann ja noch eine Stufe härter, mhm, weil dann hast du ja den Hund an der Leine und du brauchst ja eigentlich beide Hände. Du brauchst ja einmal das zum Festhalten und, ja, eine Hand, um das, ja, rauszunehmen, ja, und in deinen Mund zu führen. Das wäre bei mir die weniger schlimme Challenge. Ja, weil ich weiß, dass Pitti mir jeden Happen mit dem Mund gucken würde. Aber nicht beim Glühwein. Nicht beim Glühwein, nee, ja, das stimmt. Genau. Und dann ist es ja so, dass nicht nur die Reize, also dieses, die Gerüche, mhm, und das Essen und so und die Menschen, ja, sondern es sind da ja auch andere Hunde. Ja, richtig. Also ich habe tatsächlich jetzt bei dem Hundetraining, habe ich gesagt, das müssen Hunde sein, die verträglich mit anderen Hunden sind. Man kann das natürlich auch, ja, mit also, oh, wie soll ich das sagen? Klar kann man das auch mit Hunden trainieren, die andere Hunde nicht ganz so cool finden. Ja. Aber ich finde immer, das sind zwei verschiedene Baustellen. Mm. Und wir wollen da ja trainieren, mit den Reizen klarzukommen, ja, an so Basissignalen wie Sitz und Platz, ja, und dann dieser wahnsinnigen, richtig, Ablenkung, ja, und so weiter zu trainieren. Mm. Und wenn du das nicht kannst und zusätzlich Hunde noch kacke findest, ja, ja, dann finde ich das ist einfach zu viel, ne? Unfair und zu, ja, viel. Ja. Ja, genau. Deswegen habe ich das gemacht. Mm. Anders wäre das, wenn ein Hund schon gut im Training ist, mm, andere Hunde vielleicht blöd findet, aber das schon gut kann. Ja. Ne? Also, mhm, vielleicht mit dem Maulkorb, ja, und die dann ignoriert. Da habe ich auch eine Kundin, mhm, die macht das total toll. Die findet andere Hunde kacke. Ja. Ja. Aber sie kann da gut mit umgehen, okay, und die würde sich jetzt da die, ja, also, nicht die ganze Zeit aufregen, ja, und in der Leine hängen. Und so. Ja, sie, cool, findet sie halt einfach, ja, nur kacke. Ja. Ne? Die wird dann einen Maulkorb umkriegen, ja, und fertig. Ja, das ist super. Ja. Ja. Aber wenn du einen Hund hast, der da wirklich noch ein Riesenthema mit hat, und dann noch zusätzlich, ja, die anderen Reize, das finde ich einfach zu doll. Ja, glaube ich. Und zu viel. Und das finde ich ist auch ein Ding, was ich, mhm, gerne ansprechen möchte. Andere Hunde. Mhm. Das sehe ich auf diesen Märkten auch immer ganz, ganz, mhm, häufig. Die Hundehalter dübbeln so vor sich hin. Dü, lü, lü. Ja. Und dann sehe ich die Hunde an der Leine, die sehen anderen Hunde, mhm, regen sich auf, fangen, ja, an, in die Leine, ja, zu springen. Ja. Und die Hundehalter, die gucken sich das schöne Strickpullover, ja, genau, an oder so. Das stimmt, ja. Ne? Ja. Und dann denke ich, mhm, immer so, oh, ja, schade. Ja, ja, das stimmt. Ja. Mhm. Man kann, da sind wir wieder bei dem, was ich gesagt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen darüber gehen würde, dann würde ich, glaube ich, nicht so doll nach diesen Sachen, ja, gucken, sondern ich würde dann immer auf meinen Hund achten, würde vorausschauend gucken, oder kommt einer. Kommt was, wo gehe ich hin? Ich nehme meinen Hund, mhm, auf die andere, ja, Seite, ja, ich setze ihn hin, genau, genau, ne? Mhm. Oder achte darauf, dass er auf mich achtet. Ja. Man kann ja zum Beispiel auch ein schönes Signal einführen, schau oder so, ja, dass man mit dem Klicker arbeitet. Ja. Also, wenn man das üben möchte, finde ich das total legitim und auch gut, ja, ne? Weil je, mhm, mehr Situationen der Hund kennt und positiv kennt, ja, richtig, genau, so wie mit Pitti zum Beispiel, mhm, ich muss dann ja ganz ehrlich sagen, wenn ein Hund das ab kann, mhm, dann würde ich so ein Pitti, ja, nehmen, ja, ich würde da auf einem Freitagnachmittag, ja, da ist noch nicht so viel los, ja, würde ich mit ihm rübergehen, dann, ja, würde ich mir eine Tüte Mutze holen, ja, Mutzen, Mutzen, Mutze, mhm, Mutzen, ja, holen, ja, und dann würde ich mit Pitti zusammen, mhm, diese Mutzen vertilgen. Ja, das würde ich auch machen. Ja. Habe ich auch schon mal gemacht. Ja, cool. Ja. Und das ist doch ein, mhm, richtig, richtig geiles Erlebnis. Ja. Ihr Lieben, das macht ihr natürlich nur, wenn der Hund das abkann. Ja. Und ihr gebt ihm bitte auch nicht diese Puderzuckerdinger, die esst ihr. Auf jeden Fall. Sind die ohne Puderzucker. Und ja, er wird, ja, davon nicht sterben. Ja, genau. So sehe ich das immer. Ja, ne? Ich bin, hat sowieso einen Saumagen. Ja, ich bin da ja auch immer ganz geschillt. Aber, ja, meine können das halt auch, ja, ab. Eben, genau. Das darf natürlich, ja, nicht gemacht werden, wenn, ja, ein Hund hat, der Unverträglichkeiten hat oder, ja, der einen empfindlichen, ja, Magen hat oder so. Ja. Dann natürlich nicht. Dann nimmst du halt das mit, was dein Hund wirklich, wirklich, wirklich gerne mag. Mhm. So richtig gerne. Dann, genau, wird der Klicker eingepackt. Zum Beispiel, ja. Ne? Ja. Das ist bei Pitti auch immer mega, ja, das ich. Klappt auch richtig gut bei ihm, ja. Ja, ne? Ja. Und dann geht man halt, man kann ja auch, wenn es dann doch ein bisschen voller wird oder so, gibt es immer irgendwie einen Weg, ja, wo man sich ein bisschen abseits halten kann, ja, oder so. Genau. Oder man wartet kurz, ne? Ja. Stellt sich kurz irgendwo hin. Ich habe Pitti auch zweimal, erinnere ich, dass ich ihn mit hatte auf dem Weihnachtsmarkt. Das eine Mal war auf dem Dorf, das war richtig, also eigentlich ein super kleiner Weihnachtsmarkt.
Aber da war tatsächlich sehr voll. Überraschend. Weil er so klein war wahrscheinlich. Genau, ich glaube tatsächlich, weil er so klein war. Und ja, das war grenzwertig. Und da habe ich mir dann einfach die Stellen gesucht, wo es halt leer war. Und dann ging das eigentlich ganz gut. Ja. Und das andere Mal war in Ratzeburg. Und das war zu Zeiten, da war der Weihnachtsmarkt von Ratzeburg so an verschiedenen Orten. Das war nicht an einer Stelle ein Weihnachtsmarkt, sondern es gab da mal ein paar Stände, da mal ein paar Stände. Und dadurch hat sich das total verlaufen. Und das war super easy. Das war richtig gut. Das ist so wie ein Stadtgang dann wahrscheinlich. Ja, ne? So ungefähr, genau, richtig. Ne? Und dann waren da halt mal ein paar Buden, an denen es vorbeigegangen, aber es war halt nicht so komprimiert, so viel auf einem Haufen. Ah ja, das ist natürlich auch gut, ja. Und das, finde ich, ist auch ein gutes Stichwort eigentlich, dass man sich Zeit nimmt. Ja. Also wenn man mit dem Hund auf den Weihnachtsmarkt geht, dann sollte man sich, finde ich, Zeit nehmen. Ja. Ne? Und wenn man die Zeit nicht hat oder das nicht machen möchte, dann, finde ich, gehört der Hund lieber zu Hause gelassen. Ja. Und die meisten Hunde nehmen einen das ja auch nicht so übel. Ja. Wenn du natürlich einen Hund hast, der nicht alleine bleiben kann, na gut, dann hat man generell ein Problem. Ja, das stimmt. Also dann muss man da halt wirklich dran arbeiten. Ja. Manche mögen ja auch gerne im Auto bleiben, aber da muss man halt auch gucken, ob das nicht zu kalt ist. Ja. Ne? Ja. Manche haben ja auch eine Stadtheizung oder so. Viele Hunde sind im Auto tatsächlich richtig glücklich. Mhm. Aber auch da muss man wirklich gucken, ist der Hund auch entspannt im Auto? Mm. Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel Mölln oder so, wenn du da im Parkhaus parkst und du parkst so, dass der Hund dann immer gucken kann und da laufen die ganzen Leute und so lang und er ist dann nicht entspannt, dann ist das, finde ich, auch richtig unfair. Ne? Dann kann das auch lang werden. So ein Weihnachtsbesuch für den Hund. Ja, genau. Ja. Aber hier die liebe Maite, die war mit ihrer Süßen jetzt auch in der Stadt. Aha. Die hat einen kleinen Welpen. Ja. Und Rose war auch ganz schön gestresst. Ja. Und die haben das zum Beispiel auch richtig toll gemacht. Die haben sie erst mitgenommen in die Stadt und haben dann gemerkt, dass es so viel wurde. Ja. Und dann durfte sie ins Auto. Ah, okay. Es war ja jetzt auch noch nicht so kalt. Und die ist halt auch gerne im Auto. Ja. Und das ist eine tolle Lösung. Und dann sind die noch ein bisschen shoppen gewesen und haben was gegessen oder so, keine Ahnung. Ja, jetzt auch nicht 5 Stunden oder so. Ne? Und das ist doch, finde ich, eine tolle Alternative. So, ne? Finde ich auch. Ja. Das kann Gott sei Dank Peti ja auch gut im Auto bleiben. Ja. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob er entspannt ist. Ich weiß es natürlich auch nicht, weil ich natürlich ja nicht die ganze Zeit da bin. Nee. Aber ich gucke natürlich ja dann immer, wenn ich komme, wie ist er denn drauf? Ja. So, ne? Und dann liegt er halt ganz oft da und ich versuche mich mal anzuschleichen. Meistens, ich weiß nicht warum, aber der merkt das ja irgendwie, dass ich am Auto stehe. Ne? Und ich gehe mal ganz langsam ran und gucke mal durchs Fenster und dann gucke ich ja auch, versuche zu gucken, wie er atmet und so, ne? Aber also das ist ganz oft, dass er da, also finde ich, entspannt liegt. Ja, wenn er liegt, dann ist es ja schon ein gutes Zeichen. Find ich kenne das auch. Ja nur, wenn du ihm auf dem Hundeplatz im Auto gelassen hast. Und das war Stress. Das ist natürlich, das fand er doof. Da ist er immer hin und her gerannt. Ja, ja. Wann bin ich dran? Wann komme ich raus? Wann komme ich raus? Jetzt? Genau. Ich möchte noch eine letzte Sache sagen. Na? Und zwar, finde ich, sollten wir auch ganz doll daran denken, kennt dein Hund einen Weihnachtsmann? Oh. Ja, ohne Witz. Stimmt, ja, du hast recht, absolut. Ja, stimmt. Und überhaupt, es gehen da ja mehrere, nicht nur der Weihnachtsmann, sondern ich habe ja mal Fußball gespielt und ich weiß zum Beispiel, es war zwar der Herbstmarkt, aber egal, es ist ja auch fast schon Weihnachten, ne? Da sind wir Chaoten mit hier so Mützen, hatten hier so eine Hörner drauf und wir hatten Pfeifen und ich immer ganz vorne dabei, ne? Bin dann da über den Markt gepäst. Kannst du dir vorstellen, ja. Ne? Ja. Und jetzt stell dir mal vor, ich wäre auf Pitti zugekommen mit meiner Tröte und meinen Hörnern auf dem Kopf. Ja. Der hätte ja sonst was gedacht. Ja. Ne? Und gerade auf so Weihnachtsmärkten, da kann das ja wirklich auch mal sein, dass da zum Beispiel Leute sind, die dem Alkohol ein bisschen mehr zugetan waren und vielleicht torkeln und irgendwie rumschreien oder so. Ja. Genau, und beim Weihnachtsmann, das ist ja die Gefahr, dass der darüber läuft, ist ja auch gegeben, da, ja, ne? Absolut. Ist gegeben, genau. Und erstens sieht er halt komisch aus, für manche Hunde. Ja, ne? Doch, mit Sicherheit, ja. Ja, dann wird er wahrscheinlich komisch sprechen. Mhm. Oh, 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 oh. Also hat vielleicht noch so eine Glocke dabei hier. Ja. Genau, hat vielleicht so eine Glocke dabei und macht richtig Alarm. Ne? Ja, das stimmt. Und das, finde ich, sollte man wirklich vorher bedenken. Habe ich einen Hund? Ich muss da gerade so sofort an Loki denken. Loki ist ein Junghund, den ich gerade betreue. Oh, die ist so süß, die würde ich am liebsten klauen. Gott, ist sie süß. Und die kommt aus dem Ausland, aus Griechenland, genau, als das Feuer da war. Ja. Genau, da wurde sie gerettet. Ja. Und das ist so eine kleine Angstbüchse. Mhm. Die hat generell Angst, auch so vor Autos und vor lauten Geräuschen und so. Die ist so zuckersüß. Ja. Aber die hat halt diese Probleme. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die wäre da auf so einem Markt und da würde dann so ein Weihnachtsmann kommen und würde dann da richtig Rabatz machen, das wäre die Hölle. Ja, stimmt, glaube ich. Mhm.
Und das dann wieder rauszubekommen, das wäre schade, ne? Ja. Hast du gerade so viel Arbeit reingesteckt, ja, genau, und das, ne? Vertrauen deines Hundes, ja, gewonnen, und dann gehst du über den Weihnachtsmarkt, weil, ja, du ihn vielleicht nicht allein lassen möchtest, ja, oder so. Ich bin dann ja immer ehrlich gesagt, ehrlicherweise so, ich würde dann sagen, ach Mensch, geh alleine, bringst mir was mit. Genau, bring mir was mit. Ja. Das würde ich dann eher, ja, würde ich, glaube ich, auch machen. Ja. Also das ist so mein Wort zum Sonntag, wollte ich gerade sagen, zum Weihnachtsmarkt. Hast du recht. Ich überlege gerade, fällt mir noch was ein? Mir fällt nichts mehr ein. Eigentlich haben wir, glaube ich, alles gesagt, ne? Ich glaube schon. Also nächste Woche geht es weihnachtlich weiter. Mhm. Schaltet gerne ein und schreibt uns gerne, wie hat euch diese Folge gefallen? Jawohl. Habt ihr was vermisst? Habt ihr Anregungen? Habt ihr Wünsche? Ihr findet uns auf fast allen Social-Media-Kanälen. Ja, Facebook, und, ja, TikTok und Instagram. Yes. Genau. Und den Podcast auch überall. Ja, überall. Spotify, Audible, Apple, was weiß ich, überall. Ja, ich habe ja auch gelernt, aber, ja, dass wir bei Audible sind. Das wusste ich gar nicht. Also, bis dahin. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.